Hi Leute, heute sind wir in Braunschweig beim besten Baklava Niedersachsens. Haben wir ein paar Leute mitgebracht. Und ja, wie gesagt, hier gibt es die besten Baklavas. Hallo. Hallo. Komm, ganze Stücke. So, da sind die. Kommt euch hier an. Bester Laden. Baklava mit Walnuss und wir können euch das empfehlen. Das Baklava mit extra Pistazien. Kilopreis 22 Euro. Zu Recht. So, wir haben ja noch einen Kunden gefunden. Ja, der hat auch gesagt, Baklava hier ist sehr lecker. Sehr lecker, ja? Kannst du empfehlen. Ja, ich kann sehr. Wie viele Sterne gibst du? 10 ist sehr gut, 1 ist sehr schlecht. 100. Habt ihr das gehört, Leute? Mach's gut, ne? Ja, ciao. Ciao. Tschüss. Okay, Leute, wir haben den Einkauf getätigt. Ausgepackt wird das Ganze gleich. Kadir, sag mal, wo sind wir jetzt? Wir sind gerade in Braunschweig City, Mesopotamien Grill. Guter Döner? Sehr gut. Anscheinend soll der beste hier in Braunschweig sein. Oder in ganz Niedersachsen? Vielleicht auch in ganz Niedersachsen. Überzeugt euch. Okay, Leute, wir sind drin im Laden. Bestellung wird gleich aufgegeben. Oder alles? Bruder. Ja? Ja, machen wir jetzt erstmal machen wir den Hühnchendöner. Oh, sieht sehr schön aus. Das ist schon mal da. Gleich mal. Was ist das? 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 Was ist der beste Döner hier in Braunschweig. Ich habe ein Hähnchen genommen. Der Bruder hier mit Lamm, ne? Oder Kalb? Lamm. Sehr schön. Ich habe die Soße zum ersten Mal jetzt genommen. Guck euch den mal an. Hier wird gequetscht, das ist die Quetschtechnik hier. Aha. Und so wird reingehauen. Hier schon fast aufgegessen. Ohne Scheiß, wir müssen. Und alles sind wir auch. Einmal probieren, auf jeden Fall probieren. Auf jeden Fall. Du hast Hähnchen genommen, oder? Hähnchen genommen. Ja. Hast du Hähnchen genommen? Bruder, das hast du. Nein. Das Brot ist richtig lecker. Selbstgemacht, ne? So, wir haben gerade gesehen, dass sie hier zumachen. Das gefällt den hungrigen Wölfen ja gar nicht. Die wollen noch eine zweite Tasche essen. Kadi, was sagst du? Wie viele Sterne? 10 ist sehr gut. 8 Sterne. Wow. Timo, wie viele Sterne? Hast du mal 10 Patente? 10 von 10. Emin, du bist richtiger Geschmackshiss. Wer hat unter 9 Sterne gibt, einfach unverschämt. 8. Was macht man denn? Guck mal, so eine Stelle, guck dir das mal an. Okay. Weil das Brot schon Handmade ist, hat über 6 Sterne schon. Ist echt so. Muss man respektieren. Leute, ich muss sagen, mit Liebe gemacht das Brot. Ich habe hier zweimal gerade abgebissen. Der Döner holt mich ab. Geschmack ist da. Schön salzig, würzig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Döner ist heute nicht mal in Topform. Nicht mal so wie sonst. Ja. Ich gebe ihm trotzdem eine 10, weil ich den super kenne. Normalerweise. Wenn er in Topform ist, ne, du musst keine Soße nehmen. Einfach nur Fleisch. Nur Fleisch und Brot, ein bisschen Salat, das reicht. Das ist so saftig. Dann hast du den Rest genommen vom kalten Spieß so. Ja. Schnell so, ohne Liebe, weißt du? Ist halt manchmal so. Kannst du auch nicht viel erwarten bei 4,50 Euro, weißt du? Wir sind jetzt nicht hier im 5-Sterne-Restaurant. Es sieht nicht spektakulär aus, aber der Döner, das Brot ist sehr gut, die Soße ist sehr gut und das Fleisch ist auch super. Ich hab dir so voll richtig überzeugt, Alter. 9 Sterne! Guck mal, wie schön er das gemacht hat. Warte, lass mich mal gucken noch. Hast du mit Hähnchen genommen? Mhm. Ja, oder? Hähnchen ist mein Ding. Hähnchen ist mein Ding, leider. Das ist dein zweiter Döner, Jungs und Mädels. Ich esse zu Hause. Kadi hat sich auch noch bereit bestellt. Ja, dann aber so. Kadi, bitte. Lass abhauen. So Leute, das war unser Ausflug. Leider haben die schon zugemacht. Es regnet, wir müssen gehen. Es hat wirklich gut geschmeckt. Ja, wen haben wir denn hier? Still und heimlich. Oh. Der zweite Döner gegessen. Du hast mich richtig erwischt, ey. Tschüss.
Mit Hähnchen oder Lamm? Hähnchen. Und was sagst du? Wow! Ich bin gespannt. Ihr kennt ja Achi schon aus dem Berlin-Video, aus dem Lister Döner-Video. Schmeckt gut. Fleisch ist sehr zart. Von der Würze schmeckt es nicht so viel, weil ich glaube, die Jungs haben es ein bisschen heilig gehabt, die wollten Feier machen. Das Brot schmeckt sehr lecker. Ja. Wirklich. Die Soße ist gut, schmeckt. Es gibt noch 8 von 10. Verstehen. Okay Leute, da ist das Baklava jetzt auf dem Tisch, servierbereit. Und Spaß gemacht. Durch das Abend mit extra Portion Pistazien. Emil macht dich ja gerade. Ich meine, zweite oder dritte Portion? Das zweite. Extra Pistazien. Okay. Man sollte das normalerweise so essen, ne? Nicht so. Viele essen das so falsch. Falsch. Du musst essen. Das haben wir schon gelernt. Ja. Schmeckt super auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Guckt das an, Leute. Genau, ein bisschen aufmachen hier, ne? Guck euch das mal an. Das ist Gold. Keine Walnüsse oder Mandeln. Ja, das ist Original Pistazien. Hört ihr das? Dieses Knuspern? Das Knuspern ändert die Welt. Im Mund. Emi, wie viele Sterne gibst du dem Baklava? Also, sowieso. Ich hab's immer gesagt. Dieser Salat und Braunschweig. Das ist einfach top. 9,5. Hände weiterkriegen. In Braunschweig und dann gibt's ab. Anrufen, bestellen, abholen. So Leute, das ist das gute Stück. Hört euch erstmal den Sound an, bitte. So muss das klingen. Dann dreht ihr das Ganze. 5-mal kauen, die Luft einatmen, einfach nur genießen. Viele Pistazien und schöner Teig. Chalas.